war bis 2009. Klasse. Der VfB Lübeck. Richtig froh, wenn es macht das Spiel. Langer Ball auf Adi Menger. 1:1 Situation. Der setzt sich durch. Nein, das hätte es doch sein müssen. Zulässig, zu lasch. Der Osnabrücker Einmannsturm verschenkt hier fast den Ausgleich. Union-Keeper Glinker reagiert natürlich auch prächtig. Er einer der Garanten für die erst zwei Saisongegentore. Trotzdem, den muss Menger eigentlich machen. Der VfL weiter das aktivere, das bessere Team. Der Ball läuft schnell durchs Mittelfeld. Alle Spieler sind viel in Bewegung. Wieder Adi Menger, Hendrik Großömichen, der agile Bilal Aziz. Das sieht richtig gut aus. Nur im Fußball entscheiden die Tore und die fehlen dem VfL bisher. In der Wiederholung wird deutlich, auch ein Berliner Bein steht dem möglichen Ausgleich im Wege. Der Ball noch abgefälscht. Und der VfL bleibt am Drücker. Wieder Eckball Bilal Aziz. Adi Menger, nein! Die Latte verhindert diesmal den Ausgleich. Der Ball immer noch in der Gefahrenzone. Daniel Katus. So langsam nimmt das Ganze hier leicht tragische Züge an. Der VfL erarbeitet sich eine Torchance nach der anderen. Aber Union Berlin führt. Vor allem Adi Mengers Rolle wird immer unglücklicher. Eigentlich macht er hier alles richtig, spielt den Ball gefühlvoll mit der Sohle. Die Schlussphase in Hälfte 1. Noch einmal Eckball VfL, wieder Bilal Aziz. Unübersichtliche Szene, Adi Menger und den haut er rein. 1:1, der hochverdiente Ausgleich. Adi Menger mit der ganzen Wut der vorher vergebenen Großchancen. Mitten rein mit dem Runden ins Eckige. Eins zu eins, das auch der Pausenstand in einer sehr unterhaltsamen, temporeichen Begegnung. Ich finde, dass wir den Gegner total beherrscht haben. Und die Unruhe, die kam halt einfach.